Hallo und herzlich willkommen zum ersten richtigen Gameplay-Video, was ich euch auf YouTube zeigen will. Und ihr seht schon, die erste große Neuerung, mich. Warum? Ganz banal. Ich bin ja mittlerweile, wie viele hier wissen, 6 Tage am Stück bei YouTube, bei Twitch unterwegs. Fast das Gleiche. Bei Twitch unterwegs. Und ich persönlich schaue eigentlich nur Streams mit Streamer. Und dann dachte ich mir, wenn ich schon so ticke mittlerweile, dass ich nur noch Gameplay sehen will, wenn jemand da in der Kamera sitzt, dann will ich das vielleicht auf YouTube mittlerweile auch so wahrnehmen. Mag jetzt auch bestimmt einigen gehen, die dir sagen, brauche ich nicht, finde ich nicht gut, schalt jetzt schon direkt aus. Sorry an der Stelle, aber ich finde, ich muss mit dem gehen, wie ich mich am wohlsten fühle und wie ich denke, dass ich euch am meisten vermitteln kann von Gameplay. Und das kann ich auf diese Art und Weise. Deswegen werden wir jetzt heute einfach mal in die Kriegsgeschichten von Battlefield 5 starten. Und da werden wir Nordlys spielen. Ich habe es mal ganz kurz angezockt. Aber wir starten natürlich neu, dass wir das komplett erleben. Schwierigkeitsgrad Mittel. Und dann gucken wir mal, was da jetzt so passiert. Ich halte natürlich die Fresse und lasst euch mal lesen, weil ich komme da eh nicht mit. Na gut, das hat diesmal war das deutlich langsamer, der Text. Ich muss euch gleich erklären, warum ich es nicht vorlesen wollte. Fühle ich mich ein bisschen veräppelt vom Spiel. Letztes Mal bei einer anderen Ding wollte ich mitlesen, war viel zu schnell, bin ich gar nicht nachgekommen. Dachte mir, bevor ich mich jetzt zum Hannes mache und hier nicht nachkomme mit dem Lesen und alle denken, was ist denn das für einer? Aber das war jetzt... Ja, irgendwann zeige ich euch noch, was ich meinte. Dann denkt ihr vielleicht nur jetzt schlecht von mir und dann aber nicht mehr. Das Einzige, was am Battlefield übrigens hart nervig ist, sind die Ladezeiten. Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de mig historier om skabninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt. Etter de monstren i skogen. For 3 dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen der ute.
Aber vertell mal, wem der Ach. Det finns utalliga historier om skumle skapningar i de norska skogar, löjtnant. Men där du bör bekymra dig för, det finns inte där ute. Du har inte varit där så länge, har du? Vet du vad ditt anlägg ger? Vad det producerar? Jag tränger icke bry mig om slike detaljer. Jag tränger att veta om det är flera soldater där ute. Du vet inte, eller du vill inte veta. Jag anbefaller dig att snacka med mig. Om icke, blir du sänd till Tyskland. Och där kan utspöringen vara mycket mer obehaglig. Vannet i detta anlägg är mycket mer än essentiellt för krigsinsatsen, löjtnant. Folket ditt skapar ett monster här i dina byggningen, fattar du? Na, ich wollte schon immer mal ein Monster sein. Gassteuerung? Was ist denn das? Aber hier. Da kommt doch, da ist doch perfekt, dass ich natürlich als Bayer, skifahrender Bayer, also, genau so mache ich das auch übrigens. Genau, es schaut exakt gleich aus. Als ob ich das, als ob ich es eingespielt hätte. Das Spiel ist übrigens eins der Spiele, wo ich mitempfinde, die krasseste Atmosphäre zu haben. Und das geilste Spielgefühl. Fiende verrückt. Fiende verrückt. Also wir spielen das Spiel, ich hab's ja, ich spiel's ja online die ein oder andere Minute. Das heißt, ich, sollte ein bisschen Aim drin haben. Also ich kann natürlich jetzt hier rumsneaken und so, aber jeder, der mich kennt, weiß, ich bin kein Sneaker. Wie lange lädst du denn nach, bitte? Da komm schon nochmal raus. Na komm schon! Also geht doch. Ich habe irgendwas von Aim gesagt, war mir. Aber es war natürlich nur Spaß. Ich habe die Map oder ich habe das alles auch noch nicht wirklich gespielt. Den ersten Meter hier, den habe ich schon in der Tat selber mal zurückgelegt. Aber nur um zu gucken, ob das hier mit der Aufnahme so funktioniert. Oh, wackelt hier ein bisschen. Geh doch mal der Sache nach. Hinten ist noch einer. Schön, mit dem Schalli geht's immer gut. Verdammt!
an! Wie wäre es mit Schweinebauch, gnädige? Schön. Ich liebe so Spiele, in denen man mit Schalldämpfer arbeitet. Da hinten, da ist noch einer. Schnell hinschmeißen. Hat immer schon geklappt in Spielen. Wann kennst du aus... wie hieß er denn? Nicht Sam Fisher, ich meinte jetzt eigentlich nicht Splinter Cell, aber da auch. Aber Metal Gear Solid. Bald jemand kommt und die Sirene angegangen ist, immer auf den Boden werfen. Easy. Naja. Oben ist noch einer übrigens. Ah ja. Wer braucht schon mit einer Waffe richtig anlegen? Keine Sau. Also ihr seht ja oben praktisch so eine kleine Anzeige mit 409 Meter. Ich glaube, da muss ich hin. Ganz schön viele, du. Okay, scheiß drauf. Erstmal in Ruhe nachladen. Rakete? Hast du gerade gesagt, du brauchst eine Rakete? Oh. Das ist aber ein interessanter Bug, der hier ist mit der. Ernsthaft? Ernsthaft? Du rettest den? Das ist die längste Zeit, die ich jemals in einem Spiel zum Nachladen gebraucht habe. Ich brauche eine andere Waffe. Safe. Also auf jeden Fall für die da. Was ist, geht denn hier ab? Bitte nicht treffen. Ich geh ins Haus. Uiuiuiui. Alter, jetzt wird's aber ein bisschen übertrieben hier. Holst mal gleich gar nichts. Er schießt die echt mit Raketen. Ich dachte, das wäre so ein Spruch. So zur Einschüchterung vielleicht so ein bisschen. Kann ja keiner ahnen, dass die den Scheiß auch wirklich machen. Aber nicht. Oh,
Oh, da geht jetzt die Dinge an, die Sirene anmachen. Aber ist mir alles egal. Wir haben noch nicht was von Rambazamba gehört. Er zieht auch kaum die Waffe. Hör mal auf den Puff da. Oh oh, oh oh oh. Okay, 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 okay. Da kommst du jetzt ernsthaft? Ist das... Bisschen auch übertrieben, oder? Da sind gleich zwei davon. Gott sei Dank kommt so ein Flammenwerfer nicht so weit. Explodier! Explodier einfach! Ja! Ja! Doch, ein bisschen Feuer musst du schon abkönnen. So, und jetzt begrüßen wir den da oben nochmal. Weiß nicht, was er wollte, aber... So. Ich glaube, es sind alle weg. Die hatten niemals damit gerechnet, dass einer so verrückt ist, das Ding da so zu rushen. Ich dachte sich auch, das macht kein Mensch. In unsere dicke Anlage hier. Oh, noch schöner. Mehr Schuss. So, ein bisschen sneaky hier unten entlang. Wie gesagt, man kann es bestimmt auch schön taktisch spielen. Aber ich, also... Selbst bei Hitman endet das bei mir immer in einer dicken Schießerei. Alles nichts Gutes und nichts Wichtiges. Oh, schön, da hinten. Guckt euch mal an. Polarlichter. Schreit aber noch ganz schön da rum, du. Oh, da oben auch noch. Ja, das ist ja uncool, dass du von da oben jetzt schießt. Hör doch mal auf mit deinem Raketenwerfer! Findet ihr das nicht selbst ein bisschen übertrieben, jetzt mit Raketen zu antworten? Es ist mal ernsthaft. Hallo? Jemand daheim?
Wo denn? Ach, da, da. Finde eure Verteidigungsanlage ein bisschen verwirrend komisch. Was ihr hier mit Raketen macht gegen einzelne Personen. Oh. Oh, das ist schön hier. Das ist ja schön. Ah, hier ist schön. Hier würde ich jetzt ein Buch lesen, müssen mich hinschillen. Aber ich glaube, das ist nicht Ziel des Spiels, dass ich jetzt mehr einfach einen faulen Lenz hier mache. Hier muss es irgendwo sein. Habe ich sofort gehört, dass das, oder gewusst, dass das bedeutet. Hallo? Und da schaut es nicht so gut aus. Ja, genau, so muss das. Lass die Waffe liegen. Ich hatte eine so viel bessere. Solveig. Solveig. Kann ich auch her? Fühlt dette deg? Prøver å redde livet ditt. Ach, die, das ist die Mama. Det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig. Kanskje dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Ego, du, med nødt og stopper det. Na gut, wenn die Mutti das sagt. Jeg vet schon der Mutter widersprechen. Følg meg. Heilige Arschtritt. Er det skald i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg er for verdifull foran. Darf ich nur nicht Friendly Fire auf die Mutter machen? Da komme ich aber in Teufels Küche, du. Wir müssen... Was? Die ausweichen. Ich will die einfach alle abballern. Schaut einfach, es ist ein so schönes Spiel. Die Grafik ist das Beste, was ich jemals gesehen habe. Ihr könnt mich gerne korrigieren. Auch Munition. Mami, ich komm gleich. Was ist denn für eine Waffe? Mach das, Mutti. Chill du mal ruhig deine Basis. Die sind nämlich ganz schön blöd. Aber wie gesagt, ist auch Schwierigkeitsgrad Mittel. Also das darf man jetzt nie vergessen, nicht, dass man sagt so, ja, ist ja voll easy. Ist ja klar, ist ja auch nur Mittel. Was braucht ihr denn zum Suchen? Das ist ein paar Zettel. Haben wir es jetzt dann? Also. Hat ja auch kaum lang gedauert. Jetzt gehen wir, oder was? Aber jetzt nicht, was wird das Mädel sein? 16, 17, 18? Macht die Mutti jetzt? Wir müssen sabotieren, hele Anlegge. Wofür das? Das ist nicht unser Ansvar. Wir müssen kommen uns aus. Du schöner das fortsatt nicht. Wir müssen stoppen dich von produzieren mehr tungt Wann. Ich tar mich an Kontrollen her. Du musst gehen und stoppen zentral. Was snackst du um? Die store metallboxen utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Ja, ja, ich mach ja schon.
Auch noch so resolut. Und wenn der so wieder hochgeht. Kommen wir jetzt noch mehr oder kann ich jetzt erstmal das in Ruhe sabotieren? Oh. Wie immer, wenn man was sabotiert, einfach den Hebel nach unten und schon ist das Ding im Arsch. Hätte man doch. Du rettest, du hebst den nicht wieder auf. Ich glaube, es hackt, ey. Da ist doch noch einer. Komm. Da war doch noch einer. Da bin ich jetzt verrückt. Ich hätte mir safe schwören können, da war noch einer. So, und auch hier, zack, nach unten gelegt und schon zieht die Scheiße in die Luft. Aber alle. Wo ist denn der Treffpunkt? Da ist der Treffpunkt. Ach, so weit entfernt ist der Treffpunkt. Bisschen näher wäre jetzt nicht gegangen, oder was? Das ist ein ganz schönes Schietwetter, du. Ich glaube, da geht's erstmal. Ich glaube, ich muss hier weiter. Ich bin ja hier ein skandinavisches Mädchen. Fahr ich doch lieber mit Ski. Da oben hat ja einer gelabert. Ist mir erstmal egal. Ich weiß nicht, die anderen Waffen gefallen mir alle nicht so. Ja, ich stimme hinterm Feuer. Kann ich wieder ein bisschen Skifahren? Wäre ganz nice. Nämlich echt unangenehm hier so. Hallo, ich bin ein 16-jähriges Mädchen. Stell dich mal nicht so an. So. Das Skifahren ist geil gemacht. Schön nahtlos, geiles Wetter, gute, es schaut einfach abnormal aus. Komm hier. Wo kommt denn die Mutti jetzt plötzlich her? Der Feind ist hier. Das ist jetzt schlecht. Leichte Slowdowns. Genug! Es reicht! Es reicht! Noctud! Und die Rupna Ögne! Ich schon so schwer her! Wie wird schweren Däler nicht erleiden lassen? Stopp! Wer so schnell! Senk Wuppnene! O Kommandon! Fulbe! Det är kommando. Det är dotter mig. Meine Tochter!
lastebilene. Ikke en dråpe. Forstår du? Also ich weiß jetzt nicht, aber ich fand es ein bisschen übertrieben. Also die Tochter so runterzuwerfen, ob das... Fand ich jetzt ein bisschen übertrieben. Und soll ich den... Bin eine Wärmequelle. Na super. Klar, bestimmt irgendwo ein nettes Feuerchen. Ja, da drüben ist ein Feuer. Deine Waffe jetzt nicht aufheben, oder was? Alter, das ist doch. Und seine Munition ebenfalls nicht. Na, Heidewitzka, das kann ja gut werden. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Bringe den Tornist zum toten Briefkasten. Ich kenne aber auch keine lebendigen Briefkasten. Wärm dich erstmal wieder, Mädchen. Wenn hier jemand mal der Eindringling ist in meinem Land, dann ja mal du. So. Wo ist die nächste Feuerstelle? Das Weibchen suchte nach dem Feuer. Und es wurde fündig. Such aber nach dieser geilen Waffe, die ich vorher gehabt habe. Aber die haben die alle nicht am Start. Nur so Plepp-Waffen. Da oben. Vielleicht ist da ein toter Briefkasten. Das Wetter wird aber nicht wirklich besser. Ist vielleicht schön für sie da drin. Man sieht nämlich auch diese Eissymbole. Also, das Wetter mag die jetzt nicht so. Verstehe ich aber auch. Ich würde jetzt auch nicht so gern rumlaufen. Aber auf der anderen Seite, die muss doch das gewöhnt sein. Vor wie so ein Laufsimulator. Von einem Feuerchen zum nächsten. Oh, aber ich finde es immer schön, wie man ihr die Freude, oh, einen umgebracht. Oh, schön warm.
Easy. Was für eine Waffe? Kann die was? Erstmal gleich. Kommen da noch Hunde? Gott, es wird immer schlimmer hier, das Wetter. Ja klar. Lässt es auch noch fallen. Weißt du, die Mutti ist ihre letzte Handlung wahrscheinlich, bevor sie gefoltert und stirbt. Und du lässt die Scheiße fallen. Ey, Mädchen. Da ist es doch. Nein, dann greif's doch! Ins Wasser auch noch. Jetzt war dem Dirndl eh schon die ganze Zeit kalt. Man kann ja aber nicht absprechen, dass er keinen Überlebenswillen hat. Mama. Vielleicht nicht mal mehr ein Messer. Ich gjorde dette für dich. Ich muss dra. Für deine Sicherheit. Mama. Ich gehe. Ich glaube, das ist ganz schön scheiße kalt. Wir trinken deine Mama. Lass mal bleiben. Du musst doch zu der Frau, Solveig, jetzt geh doch. Weiß nicht, was ich jetzt machen würde. Versuchen zu laufen oder Ampelmänner? Ich habe keine Ahnung. Da hinten ist ein Haus, Solveig. Komm, das schaffst du. Oder auch nicht. Schlaf nicht ein. Wachen ab. Die Mutti passt auf dich auf. Und jetzt ab zu dem Haus. Ich glaube, das ist schon... Solveig, wachen ab! Oh. Okay. Da wollte sie aber... Ich glaube, das war die letzte Luft, die sie gehabt hat. Danach wäre nicht mehr viel gegangen. Som du kan se i de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen.
men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Schaut hammer aus alles. Okay, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Okay, jetzt macht sie das also. Natürlich. Jungs und Mädels. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Das würde ich sagen und vorschlagen, sehen wir uns in der nächsten Folge an. Wir hatten 40 Minuten hoffentlich gute Unterhaltung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr dürft mir gerne mal eure Meinung zu dem Format, zu dem Spiel und auch zu mir hier sagen. Würde mich stark interessieren für alle, die noch bis jetzt dran geblieben sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht es gut, schönen Tag noch und alles Gute.